Hallo, mein Name ist Dieter Döpfer von der Firma Döpfer Musikelektronik und wir sind hier auf der Superboost 2019 in Berlin und ich wollte ein paar von unseren Neuigkeiten kurz mal erläutern, was wir hier neu vorstellen. Es ist in der letzten Zeit so ein Trend, dass die Leute mehr Funktionen eigentlich auf schmälerem Raum haben wollen und genau dem tragen wir jetzt Rechnung mit unseren neuen Slim-Modulen. Und zwar, die sehen wir hier jetzt in diesem Rack eingebaut. Es ist im Grunde so, dass das sind keine neuen Funktionen. Das gibt es alles bereits schon im Modulsystem bisher, sprich VCO, VCF, VCA, Hüllkurven und so weiter. Aber alles eben jetzt in verkleinerter Form. Und man kann, wie man hier jetzt zum Beispiel sieht in diesem Beispielaufbau, einen kompletten monophonen Synth mit drei VCOs und allem, was man so dazu braucht, in wirklich so einem kleinen Gehäuse hier unterbringen. Ich will einmal nur kurz beschreiben, was ich hier jetzt eingebaut habe. Wir sehen jetzt ganz links hier ein Interface, ein MIDI-Interface. Das wird normalerweise verbunden mit einem MIDI-Keyboard oder MIDI-Sequencer und es liefert dann die Steuerspannungen, die benötigt werden, um die Module zu steuern. Bei den Modulen sieht man hier jetzt, wir haben drei VCOs, also ich sag mal klassischer Minimoog-Aufbau. Dann haben wir auch zur Verfügung noch einen Rauschgenerator, das ist der A118-2 heißt der. Der liefert zusätzlich zu Rauschspannung auch noch Zufallsspannungen und hat auch eine eingebaute Sample and Hold. Als nächstes kommt dieser Mini-Mixer. Der hat vier Eingänge, wird dazu verwendet, um die Signale, die von den Oszillatoren und eventuell vom Rauschgenerator kommen, zusammenzumischen. Als nächstes kommt ein spannungsgesteuertes Filter, VCF. Üblicherweise verbindet man dann den Ausgang des Mixers mit dem VCF. Und hier sehen wir noch als letztes Modul in der Audiokette einen Doppel-VCA. Einen VCA verwendet man normalerweise als Final VCA, um die Lautstärkekontur zu steuern. Den zweiten VCA kann man für verschiedene andere Funktionen verwenden, Beispiel um dynamische Steuerungen zu machen, dass man also die Steuerspannung, die von der MIDI-Dynamik erzeugt wird, dazu verwenden, da auch die Lautstärke nochmal zu steuern oder auch die Hüllkurvenhöhe. Und dann sehen wir hier hinten noch Steuermodule. Wir haben den A145-4, das ist also ein Vierfach-LFO, auch nur mit 4 TE Breite. Dann haben wir noch einen Multiple, das braucht man eigentlich fast immer. Und zu guter Letzt sehen wir da hinten einen A140-2, das ist doppelter ADSR. Also im Grunde alles, was man braucht für so einen klassischen Synthesizer-Aufbau. Drei VCOs, Rauschgenerator, Mixer, Filter, VCA, zwei Hüllkurven und vier LFOs, alles auf ganz kompakten Raum. Ein anderes Modul, das wir jetzt hier auch neu vorstellen, ist der A111-6. Den habe ich hier unten eingebaut. Das ist eine komplette kleine Synthesizer-Stimme mit nur 10 TE Frontplatte. Hat eigentlich auch im Großen und Ganzen alles, was man so einem kleinen Synthesizer erwartet. Wir haben also einen VCO mit Oktavschalter und Tuningregler. Die Kurvenform kann gewählt werden zwischen Dreieck oder Sägezahn. Und zusätzlich gibt es dann auch noch ein Rechteck mit einstellbarer Pulsbreite. Und als weitere Besonderheit hat dieses Modul ein sogenanntes Balance Control. Das ist folgendes. Zusätzlich zu dem eingebauten VCO kann ein externes Signal noch eingespeist werden und das Lautstärkeverhältnis zwischen dem eingebauten VCO und dem externen Signal kann man hier mit diesem Balance Control steuern. Zusätzlich ist diese Balance auch noch spannungssteuerbar, das heißt, man hat hier unten auch noch einen Balance CV Input, um die Balance zu steuern. Falls man hier nichts auf den External Input steckt, wird ein intern erzeugtes Suboktavensignal da drauf gelegt. Das heißt, wenn hier nichts drin steckt, wirkt dieser Regler als Regler für die Suboktave. Man kann also zu dem VCO-Signal hier noch die Suboktave dazugeben. Dann haben wir hier einen 24 dB Tiefpass mit den üblichen Funktionen wie Frequenzregler, Modulationstiefenregler,
und Resonanzregler. Der Frequenzmodulationsregler ist standardmäßig auf den Ausgang des Hüllkopfgenerators gepatcht. Das heißt, wenn man hier also nichts reinpatcht, steuert man mit dem FM-Regler die Modulationstiefe von der Hüllkurve. Noch ein paar Worte zu der Hüllkurve. Das ist eigentlich eine ADSR-Hüllkurve. Wenn man aber genauer hinschaut, haben wir nur zwei Regler. Wir haben die Funktionen dahingehend reduziert, um eben auf dem kleinen Raum das Ganze unterzubringen, dass der Sustain fest auf 50% eingestellt ist. Das ist zwar ein Trimpote, man kann es auf einen anderen Wert auch einstellen. Und dass die Zeiten für Decay und Release gleich sind. Darum haben wir nur zwei Regler. Der erste ist der Attack-Regler und der zweite ist der Decay-Release-Regler. Und in der Mitte haben wir noch einen Kippschalter, mit dem man wählen kann, die Betriebsart, entweder AD, also einfach Attack Decay, ADSR mit den erwähnten 50% oder Attack Release. Das sind also die drei Arten der Hüllkurve. Dann ganz zum Schluss haben wir hier noch einen Gain-Regler für den VCA. Das ist ein sogenanntes Initial Gain, mit dem kann man den VCA auf- und zu machen. Das mache ich jetzt auch mal, da hören wir auch mal was von dem Ganzen. Das ist also jetzt das Signal, das wir hier hören. Man kann zusätzlich zu dem Gain-Regler jetzt auch entweder die Hüllkurve oder das Gate-Signal dazu verwenden, um den VCA anzusteuern. Also man hat eine ganze Reihe von Funktionen drauf. Noch kurz sollte ich erwähnen, das habe ich vergessen, es gibt auch einen Steuereingang für die Zeiten der Hüllkurve. Also man kann über den CVT-Eingang entweder ADSR oder Decay Release oder auch beides steuern. Man hat da intern sind Jumper vorhanden, mit denen man festlegen kann, ob der CV-Eingang auf Attack oder Decay Release oder beides geht. Und man kann auch die Richtung festlegen, also ob eine steigende Steuerspannung die Zeiten verlängert oder verkürzt. Diese beiden Steuereingänge, also für das Balance, für das Event und das CVT, ist sehr wichtig, um damit sehr dynamische Sequenzen zum Beispiel erzeugen, indem man mit Sequenzerspuren, mit freien, die Zeiten von den Hüllkurven oder den Balance-Eingang steuert. Da kriegt man wirklich dann ziemlich dynamische Sachen her. Jetzt spiele ich noch mal ein bisschen rum, damit man auch ein bisschen was hört. Ich drehe jetzt mal den Gain hier auf und dann spiele ich mal so ein bisschen an den Parametern rum. Jetzt mal noch kurz zeige ist den Regler Balance, wo ich jetzt umregeln kann auf die Suboktave. Also hier haben wir jetzt die Oktave drunter und da kann man jetzt eben das Verhältnis zwischen Suboktave und dem eigentlichen VCO-Signal steuern. Ich wollte auch noch ein paar andere Sachen kurz vorstellen, die sind zwar jetzt nicht neu vorgestellt, auf der Superboost, die gibt es schon seit ein paar Wochen oder Monaten. Und zwar, das sind unsere Polyphonen-Module. Die haben wir hier oben in der obersten Reihe alle zusammengefasst. Also in dieser Reihe sind die ganzen Polyphonen-Sachen zu sehen. Ich gehe einfach mal wieder von links nach rechts und erkläre mal kurz, worum es sich da handelt. Also ganz hier links sehen wir das Interface, das ist ein MIDI-USB-Interface, dass man entweder über MIDI oder USB an einen Sequenzer oder an ein Keyboard anschließen kann. Ich habe in dem Beispiel hier jetzt ein kleines MIDI-Keyboard zum Vorführen. Dann hier danach haben wir einen Vierfach-VCO. Klassischerweise haben wir jetzt das Ganze hier für ein vierstimmiges polyphones System aufgebaut. Auf den vierstimmigen VCO kommt ein Vierfach-VCF. Der hat einen Vierfach ADSR, das heißt, dass man für den VCF eine eigene Hüllkurve zur Verfügung hat. Und dann zum Ende haben wir hier noch einen ADSR, und zwar einen achtfachen ADSR, auch wieder mit der vierfachen Hüllkurve. Noch kurz zu den Modulen, zu den Polyphon-Modulen generell. Was ist der Unterschied zwischen einem Polyphon- und einem Monophonen-Modul? Bei dem Polyphon-Modul besteht der Unterschied darin, dass man beispielsweise beim Filter oder auch beim ADSR
nur ein Bedienelement hat, beispielsweise Attack vom ADSR, und steuert damit gleichzeitig vier Module. Das heißt, es ist nicht wie bei einem normalen monophonen System, steuert das Attack von einer Hüllkurve. Nein, da sitzen in Wirklichkeit dahinter vier Hüllkurvengeneratoren, die alle ihre Parameter Attack, Decay, Sustain, Release von den Bedienelementen vorn kriegen. Das gleiche gilt ebenso für den Filter. Das heißt, wenn ich hier die Filterresonanz verändere oder die Modulationstiefe, wirkt es nicht auf einen Filter, sondern gleichzeitig auf vier Filter, die dann dahinter sitzen. Ebenso gilt das Ganze für ein VCA. Ich zeige jetzt einfach mal ganz kurz klassisch, was man hiermit macht. Ich spiele einfach auf dem Keyboard ein paar Akkorde. Dann wird das von dem polyphonen Interface entsprechend umgesetzt in CV-Gate-Signale, die dann Oszillator und Hüllkurve steuern. Das, was man eigentlich von einem normalen polyphonen Synthesizer auch kennt. Also ich spiele da einfach mal drauf. Also klassisch polyphoner Synthesizer. Jetzt habe ich hier noch ein anderes Modul, das ich mal kurz ansprechen möchte. Das ist ein mehrfacher Umschalter, mit dem kann ich gleichzeitig mehrere Signale, egal ob Audio, Steuer, CV, Trigger-Signale, gleichzeitig umschalten. Und was ich hier jetzt mache, ist, dass ich mal das Gate-Signal nicht mehr vom Keyboard steuern lasse, wie hier jetzt, sondern ich schalte mal das Ganze jetzt um auf den Triggersequenzer. Das heißt, es kommen die CV-Signale weiterhin vom Keyboard, aber die Trigger werden jetzt vom Triggersequenzer gesteuert und es geht einfach so. Also das ist jetzt ein kurzes Beispiel, wo man sieht, dass man diese polyphonen Module nicht klassisch als ganz normalen polyphonen Synthesizer nur betreiben kann, sondern man kann das in dem gesamten Kontext des Modulsystems auch ganz anders verwenden, indem man diese starre Auftrennung von CV- und Gate-Signalen für die polyphonen Module eben auflöst und sich sowohl von den CVs her, wie auch von den Gates her, sich ganz andere Signale aus dem Modulsystem holt. Also, ich sage immer, wenn ich einen normalen, klassischen polyphonen Synthesizer brauche, dann nehme ich den und stelle ihn mir daneben hin. Wenn ich aber polyphone Strukturen im Modulsystem umsetzen will, dann verwende ich die polyphonen Module. Und was man damit jetzt machen kann, zeige ich mal kurz. Ich kann also dieses polyphone, was man da so hört, jetzt auch kombinieren mit anderen Signalen. Habe ich hier, der Triggersequenzer steuert jetzt auch noch andere Signale an. Okay, da hat mir jetzt einer an der Sequenz rumgedreht und ist ein bisschen verstellt, das Ganze. Aber okay, so ist es. Auf der Messe. Ja, habe mich gefreut, dass ihr uns besucht habt und bedanke mich. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.